Herzlich willkommen zurück zu den Katakomben hier bei Luigi's Mansion 3. Im letzten Part sind wir in die Burg gekommen. In diesem Part gucken wir, dass wir weiterkommen. Ich habe keine Ahnung, wie und was und wo. Und wir haben noch 0 Diamanten. In Part 10 holen wir die ganzen Diamanten nach, habe ich so vorgehabt. Vorher bringt es noch nicht wirklich was. Aber ich glaube, wenn wir Part 10 erreicht haben, alle 10 Parts machen wir sowas, dann geht es schon. Da bringt es ein bisschen Abwechslung mit rein. Mit Story und so. Das passt. Das ist super. Gefällt mir und liked auf jeden Fall. Oha! Erstmal die Au. Sie dürfen den in die Arsch backen. Tatsächlich. Einfach einsaugen, komm schon. Und tschüss. Das war's. Ich hab's mir stärker vorgestellt. Und wir haben zum ersten Mal Licht hier. Das ist cool. Und hatten wir nicht vorhin schon Licht hier? Naja, wir haben den Schlüssel. Oh, die Mucke ist geil. Und Piranha. Den brauchen wir safe für irgendwas. Komm schon, wie sie hier automatisch irgendwas an. Okay. Chance vergeigt. Warum hat Luigi es gar nicht angesaugt? Aber warte mal, müssen wir. Wir können ja mit dem hier automatisch durch, oder? Aber ich glaube, wir müssen mit dem richtigen Luigi durch, weil da hinten Wasser ist. Das heißt, wir müssen das jetzt mit Luigi ansaugen. Dann haben wir hier hinten ein leichtes Spiel. Danke, Bro. Und können uns den Schlüssel holen. Das sollte auch kein Problem sein, weil jetzt gehen wir einfach wieder zu. Alter. Jetzt gehen wir einfach wieder zurück und müssen aufpassen, dass wir schnell fertig werden. Oh mein Gott. Hol Luigi da raus. Aus der geisteskranken Scheiße. Hallo. Oh mein Gott. Luigi, renn. Oh mein Gott. Was ein knapper Raum. Was ein asozialer Raum. Der hat Spaß gemacht. Den finde ich krass. Und spätestens jetzt wäre man komplett tot gewesen. Das war ganz knapp an unserem ersten Game Over vorbei. Jetzt können wir nach hinten gucken, ob es hier irgendwas gibt. Ne, hier gibt es nichts mehr. Super. Egal, Hauptsache wir haben alles. Cooler Raum. Wir werden beobachtet. So. Aber anscheinend wird nur Luigi beobachtet. Was müssen wir machen? Wir müssen irgendwo einen Hebel umlegen, ich weiß noch nicht wo. Münzen sind hier drin. Ziemlich viel sogar. Und hier können wir einfach so hoch.
Kann hier Luigi durch oder was ist das? Nee, kann er nicht. Ah, hier ist ein Ding. Der war fair. Okay, in die andere Richtung. Aber wir müssen es irgendwie tauschen. Glaube ich. Dann müssen wir gucken, dass der hinten dran kommt. Nächstes Rätsel mit brutalst dran schalte. Aber wir brauchen Luigi sowohl hier als auch. Das ist doch zu dritt gar nicht möglich. Oder kann man das so weit ziehen, dass. Alles klar, man kann es einfach weiter drücken. Ja, wart mal. Dann ziehen wir das jetzt noch eins nach rechts. Komm schon. Und jetzt soll es gehen. Jawohl. Okay, ich wusste nicht, dass es bei dem einen hängen bleibt. Oh, gönnt mir doch den Erfolg. Es wird gerade hart. Cool. Jetzt legt das Spiel richtig zu an Schwierigkeit. Gefällt mir. Was ich machen soll, keine Ahnung. Wahrscheinlich kann ich reinlaufen, oder? Alter, cool. Ich bin gerade richtig fasziniert. Das ist der erste Luigi's Mansion Teil, den ich je gespielt habe. Und ich bin gerade fasziniert, wie sauer. Also Luigi's Part wird wahrscheinlich hier sein, das Ding hier runterziehen. Dass Äpfel rauskommen. Warte mal, wir holen Luigi. Der zieht jetzt den Wagen. Ziehst den Wagen jetzt mal bis hier hin. Und dann kommst du. Das Spiel liegt richtig zu. Ich find's gerade richtig geil, ohne Witz. Oh mein Gott, da muss ich erst einen Wagen zusammenbauen. Hä? Was muss ich hier machen? Äpfel haben wir schon rausgezogen. Münzen kann ich noch klauen. Wo ist denn der zweite Waggon? Oder wir brauchen eine Schiene oder irgendwas. Okay, ich habe keinen Plan. Kann ich hier irgendwo durch? Aber mal Geisterlicht. Ja, man, Geisterlicht geht. Immer wenn man nicht weiter weiß, einfach das Geisterlicht einsetzen. Damit hatte ich in letzter Zeit richtig Probleme. Ich setze es viel zu selten ein. So, und den Rest können wir eigentlich so drücken. Danke, Luigi. Okay, jetzt sind hier Geister, ganz viele kleine. Eigentlich kein großes Problem. Super. Du noch. Kleiner Rabauke, du. Gut. Bin zufrieden.
Ja, kann der Helm jetzt mal runterkommen oder wie sieht es eigentlich aus? Okay, aber nicht. Aber ich muss den Ritter irgendwie kaputt machen. Jetzt kommt er runter. So. Hat ein bisschen gedauert, hm? Liegt hier ordentlich Münzen. Und ordentlich Asche und ordentlich eigentlich alles. Ist eigentlich das gleiche, aber hey. Sag mir mal keinen, okay? Das letzte Gemälde, wahrscheinlich das größte. Hier ist safe was. Ich wusste es. Versteckter Raum ist da. Oh mein Gott, was sind das harte Secrets? Königsschatzkammer gefunden. Wir haben unseren ersten Edelstein. Und jetzt kommt es zum Boss. Zum nächsten Boss auf jeden Fall. Da, das Ding würde ich gerne noch kaputt machen. Ich brauche den Helm nochmal. Ich hoffe, den gibt's nochmal. Ah ja, da ist er. Aua. Oh gut, der ist nicht despawned. Kann ja sein, dass er bei so Spielen immer despawned. Oh, die halten das tatsächlich aus, die Großen. Na dann. Hier rein geht's zum König. Knossi. Nein, keine Ahnung. Knossi hat nicht so einen geilen Bart. Der geht jetzt in so eine Ritterrüstung rein. Ich glaube, die müssen wir uns stibitzen. So, was ist deine Taktik? Was ist deine Mission? Er rennt viel rum. Müssen wir ihn mit dem Plömpel angreifen oder? Reichlich. Wie wär's mit? Alter, what the fuck? Was müssen wir machen? Ich verstehe es noch gar nicht. What the fuck, wie funktioniert der Boss? Müssen wir den irgendwie hier so in Reichweite bringen? Kann es sein? Ich verstehe es gar nicht, wir benutzen doch alles irgendwie. Was mache ich falsch? Okay, wir kriegen immerhin Herzen. Wieder ein paar auf jeden Fall. Ich glaube, so groß irgendwie ist der Boss nicht. Was ist los mit dir?
Also mit dem können wir gar nichts anfangen. Ich glaube, das ist auch nur so zum Secret finden. Haben wir noch die Option, dass wir, wenn er angreift, sowas machen? Oder? Okay, Plömpel geht auch nicht. Ich verstehe es nicht. Es tut mir leid, ich verstehe es einfach nicht. Das ist unser erstes Game Over und es ist so traurig, weil der Boss halt null selbsterklärend ist. Bringen die Pfeile was? Das wüsste ich halt gern. Ich verstehe es gerade übelst nicht. Aber müssen wir irgendwas mit Luigi machen? Okay, Luigi ist sofort tot. Der Lowlifes Ding ist so kacke. Und die Sterndinger bringen gar nichts. Ich muss mich jetzt selber Luigi machen. Luigi wird auch sofort zermatscht. Ich verstehe es nicht. Der Boss ist wieder mal null selbsterklärend. Wenn der Zwischenboss härter ist als der Hauptboss. Aber es bringt auch echt gar nichts was. Müssen wir pusten? Das könnte noch sein. Nein. Okay, da habe ich echt keinen Plan. Wenn wir nicht mal pusten müssen. Pusten wir jetzt so. Alter, 90 Leben. Alter, der Sound ist ja überekelhaft. Er übertönt einfach die komplette Musik. Ah, der ist Feuer, warte mal. Man kann ihn, glaube ich, auspusten. Vielleicht, wenn er angreift? Alter, dieser Sound, kann man den irgendwie einstellen? Einstellung. Ne, nur Steuerung und Helligkeit. Der Sound ist ja übelst ekelhaft. Komm schon. Oder müssen wir den absaugen? Ja, ich bin tot. Aber ohne Witz, was soll man bei dem Boss machen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie so hart bei einem Boss gerätselt. Ich werde es auf jeden Fall kurz irgendwo nachgucken, weil ich weiß nicht mehr weiter. Was schon recht krass ist. Ich guck kurz nach. Es tut mir. Okay. Hab's innerhalb von ein paar Sekunden nachgegoogelt. Es ist schon recht lächerlich.
Also, ja, keine Ahnung, den Boss schaffen wir auf jeden Fall noch in dem Part, aber naja. Ah ne, jetzt müssen wir hier auf seine Brustplatte schießen, habe ich nachgelesen. Und dann müssen wir ihn entbehren. Also wenn er auf euch zureitet, dann... Jo, hab's gerade gesehen. Einfach ins Gesicht blitzen, dann können wir rumprügeln, wie weiß Gott was. Vorher geht es leider nicht. Bin ich ein bisschen lame? Weil ich mir den echt schlimmer vorgestellt hätte? Oder ich habe ihn mir schwerer vorgestellt. Ich habe ihn ja die ganze Zeit schon geblitzt, aber kurz davor. Man sieht es halt nicht deutlich. Das finde ich halt jetzt gerade ein bisschen ärgerlich. So, jetzt kommen die Pfeile. Einfach in Bewegung bleiben. Und jetzt darf er gleich wieder stehen. Aufladen. Das Fenster ist so klein, es tut mir leid. Es ist der erste Game Over, den wir haben. Es tut mir echt leid, aber ich komme mit dem Boss übelst nicht klar. Er hat kein wirkliches Muster, es ist... Boss finde ich nicht gut. Jetzt rennt er schon auf einen zu. Ich hab doch losgelassen! Ich hab doch verdammt nochmal losgelassen! Aber hey, interessiert der eh keinen. Jetzt kommen wieder die dummen Pfeile. Ja, ich hab's kapiert. Warum hat es jetzt nicht gezählt? Das Fenster ist so klein und man kommt halt null drauf ohne das Internet. Man kommt nicht drauf. Ich finde, wenn man so einen schweren Boss einführt, sollte der selbsterklärend sein, aber der ist es nicht selbsterklärend. Jetzt haben wir ihn mit Glück getroffen. So, jetzt ist er eigentlich eh einfach. Lass mich kurz das Geld einsammeln, du Idiot. Danke. Müssen wir ihm das Schild klauen oder was ist mit dem Schild jetzt? Alles klar, wir müssen ihn jetzt blitzen, wenn er verwirrt ist. Wir versuchen ihn mal in einem Zug zu fangen. Ah, geht nicht. Ein Scheißboss. Schwer vor allem. Aber wenn man weiß, wie es geht, ist lächerlich. Und vom Timing her total beschissen. Es tut mir leid, aber der Boss ist einfach nichts. Hey, wir wurden ausgebuht, aber es gab Feuerwerk für uns. Alles klar. Widerspricht sich ein bisschen. Ich bin gerade pissed wegen dem Boss. Es tut mir leid. Ich meine, geht als Zwischenboss. Er war fordernder als der Hauptboss. Wenn man weiß, wie, ist er gar nicht so schwer, aber... Oh, hier war ein Dritter. Wow. Ich
auch einer den Helm. Oh mein Gott, der hat ja ein Schwert in der Hand. Und dann wird hier keins mehr sein. Und dann können wir hier weiterlaufen. Ich fand ein bisschen zu wenig erklärt. Es tut mir leid. Schlechter Boss. Ich fand ihn jetzt nicht gut. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt hier hinter? Alles klar. Wir müssen echt öfters die Lampe verwenden. Habe ich das Gefühl. Und das hat uns jetzt was gebracht? Gar nichts. Das hat uns den Weg versperrt, so wie es aussieht. Ah ne, wir können die so kaputt machen? Ja, ich hätte das mal früher gewusst. Ja, dann hole ich die paar Hanseln noch ein bisschen nach. Wir müssen hier eh nochmal durch. Oder ich muss hier eh nochmal durch. Gucken wir noch, wenn ich was übersehe. Oder finde ich, dann schneide ich es auf jeden Fall nochmal kurz rein. Und hier ist sogar noch ein Schwert drin. Krass. So, wo geht's hier lang? Oder müssen wir hier lang? Ich glaube, wir müssen hier lang. Ja, Mann. Goldene Ratte. Aber keine goldene Ratte. Das sah voll so aus in dem Licht. Alter. Kann man da nochmal rein? Okay, jetzt ist nichts mehr drin. Wie man in den Raum kommt, keine Ahnung. Fragen über Fragen. Wir checken das irgendwann natürlich ab. Aber jetzt checken wir erstmal den Lift ab und gucken, wo der uns hinbringt. Ach scheiße, wir haben uns eingesperrt. Komm schon, saug. Luigi! Die Welt hat stark angefangen, aber nachgelassen, finde ich. Und vor allem, wie kommt man? Alles klar, ich weiß, wie man da reinkommt. Bam, 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 badabam. Hätte ich mir denken können eigentlich. Du hast so viele Fähigkeiten im Spiel, Alter. Du guckst voll nicht mehr hinterher. So, von hier aus pusten und von hier aus ziehen. Und der Helm bewegt sich immer noch kein Stück. Wir müssen irgendwie den Helm hier runter bekommen. Ich weiß nur noch nicht wie. Ich glaube, der hängt mit einem Schwert zusammen. Und das Kaffeinfeuer ist safe auch. Naja. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich will mich bedanken fürs Zuschauen. Im nächsten Part geht's weiter. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann lasst mir zu. Tschüss und bis bald.